Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Bücher, die ich im Moment lese, also Stand 1. Mai. Deswegen sind heute auch zwei Videos online gegangen, einmal die Neuerscheinungen und jetzt noch dieses Video hier. Ich dachte aber, es wäre vielleicht mal ganz interessant, euch die Bücher zu zeigen, die ich aktuell lese, vor allem, weil ich momentan einiges lese, was ich also nicht in meinem Lesemonat für den April erwähne, sondern dann halt erst in dem Lesemonat für den Mai. Da das ja aber noch ein ganzer Monat hin ist bis dahin, dachte ich, naja, so ein kleines Zwischenupdate wäre vielleicht mal ganz interessant. Wenn ihr solche Videos regelmäßiger sehen wollt, lasst mich das auf jeden Fall wissen. Ich lese momentan 5 Bücher auf einmal. Ich weiß, das klingt nach ziemlich viel, aber ich kann mich momentan irgendwie nicht so ganz entscheiden, worauf ich wirklich Lust habe. Dann habe ich noch ein Buch dabei, das ich wirklich nur lese, wenn ich viel Zeit und auch wirklich Lust drauf habe, weil das meiner Meinung nach einfach so ein Buch ist, was man genießen muss. Ein englisches Buch ist dabei und genau, ich sage dann einfach mehr zu den Büchern, wenn ich sie euch zeige, aber ich bin momentan dabei, meinen Sub abzubauen und deswegen gucke ich einfach, dass ich immer irgendwas lese. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, auf das eine Buch habe ich nicht so wirklich Lust, dann nehme ich mir einfach ein anderes, damit ich nicht in eine Leseflaute komme, sondern stetig im Lesen drin bleibe, damit mein Sub endlich mal abgebaut wird. Und ja, deswegen lese ich momentan so viel auf einmal und jetzt würde ich sagen, komme ich mal zu den einzelnen Büchern, um dazu mehr zu sagen. Das erste Buch ist Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness, der erste Teil in der Trilogie um Diana und Matthew. Das Buch lese ich schon seit März. Und ich brauche dafür nicht so lange, weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich mir dafür einfach Zeit nehmen möchte. Denn wenn ich dieses Buch einmal weiterlese, dann lese ich nicht nur 50 Seiten, sondern so um die 200 Seiten. Und dafür brauche ich einfach die Zeit. Da muss ich mich wirklich hinsetzen können und mich dann auf dieses Buch einlassen können. Und deswegen dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, bis ich damit fertig werde. Ich habe auf jeden Fall vor, es jetzt Anfang Mai zu beenden, eventuell nächstes Wochenende mal schauen. Und wie gesagt, dieses Buch gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Es geht hier um Diana, die eine Hexe ist, aber das nicht wirklich auslebt. Also sie benutzt ihre magischen Kräfte nicht und sie möchte am liebsten auch vergessen, dass sie eine Hexe ist. Es geschehen dann aber ein paar mysteriöse Dinge, die sich niemand so recht erklären kann und die scheinbar alle mit Dianas Herkunft und ihrer Vergangenheit zu tun haben. Sie muss dann also diesen Dingen auf den Grund gehen und herausfinden, was es damit auf sich hat. Zur Seite steht ihr dabei ein sehr mysteriöser, sehr charmanter und vor allem sehr gut aussehender Vampir namens Matthew und wie gesagt, mir gefällt das Buch wirklich richtig gut. Hier handelt es sich um Erwachsenen-Fantasy, also die Protagonisten sind auch schon so um die 30, würde ich jetzt mal sagen. So genau weiß ich das jetzt auch gar nicht, aber ja, ich denke mal um die 30. Und es ist vom Inhalt her einfach sehr anspruchsvoll irgendwie. Es ist, alles ist miteinander verwoben, man muss sich so viele Dinge auf einmal merken und alles wird auch sehr ausführlich erklärt und dargestellt. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Nur wie gesagt, muss ich mich da wirklich drauf einlassen können. Denn wenn ich dieses Buch, wie gesagt, einmal anfange, kann ich es nicht mehr aus der Hand legen. So viel Zeit hatte ich in letzter Zeit, aber eher weniger, dass ich da wirklich so viel am Stück lesen kann. Ich bin momentan auf Seite 506 von 822 und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie lange ich dafür noch brauchen werde. Ich habe eigentlich vor, dass ich, wenn ich das nächste Mal weiterlese, das Buch dann fertig lese. 300 Seiten sollte da wirklich machbar sein. Aber wie gesagt, es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das nächste Buch, das ich lese, ist The Real Thing, Länger als eine Nacht von Samantha Young. Hier handelt es sich um den ersten Teil einer New Adult Reihe und hier geht es um Jessica, die Ferien in dem kleinen Ort Hartwell macht und sich dort sofort richtig angekommen fühlt. Sie fühlt sich dort von den Leuten gut aufgenommen, sie freundet sich auch gleich mit ein paar Einheimischen an und sie lernt einen jungen Mann namens Cooper kennen und zwischen den beiden sprühen so richtig die Funken. Aber Jessica hat in ihrer Vergangenheit einiges durchgemacht und deswegen fällt es ihr sehr schwer, sich fest auf jemand anders einzulassen. Ich finde, dass das Buch sehr schön geschrieben ist, es liest sich auch unglaublich angenehm, aber für mich ist es teilweise ein bisschen zu sehr heile Welt. Gerade die Zeit, die Jessica in Hartwell verbringt, wird schon als sehr idyllisch und sehr perfekt eigentlich beschrieben. Und das ist mir teilweise ein bisschen auf den Keks gegangen. Das hat mich dann ein bisschen genervt teilweise, aber nichtsdestotrotz gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich wünschte mir nur, dass es ein bisschen schneller vorangehen würde, das auch auf jeden Fall. Denn das Buch ist doch relativ lang für ein New Adult Buch und zieht sich meiner Meinung nach auch an manchen Stellen. Deswegen bin ich momentan nicht ganz so motiviert weiterzulesen. Ich bin jetzt nämlich auch ungefähr erst knapp bei der Hälfte. Ich bin jetzt auf Seite 260 von 523 und bisher ist einfach noch nicht so viel passiert, wie ich mir im Prinzip gewünscht hätte. Aber naja, mal gucken, wie das Buch dann noch weitergeht. Ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht schlecht, aber so wirklich motiviert weiterzulesen bin ich im Moment auch nicht. Vor allem, weil ich momentan eigentlich mehr Lust auf Fantasy-Bücher habe, was ihr auch gleich auf jeden Fall noch sehen werdet.
Dann lese ich momentan noch ein englisches Buch, und zwar The Upside of Unrequited von Becky Albertalli. Das Buch ist jetzt im April erst rausgekommen und ich habe es mir dann gleich auf Englisch geholt, weil ich von der Autorin bereits ein Buch gelesen habe, nämlich Nur drei Worte, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und deswegen wollte ich dann auch das hier gleich lesen. Hier geht es um Molly, die schon 26 Mal verliebt war in ihrem Leben, aber noch nie einen Freund hatte, dass sie sich nie traut, die Jungs anzusprechen. Ihre Zwillingsschwester Cassie dagegen, der fällt es sehr leicht, neue Beziehungen einzugehen, und als Cassie eine neue Freundin hat, die zufälligerweise einen richtig süßen Kumpel hat, setzt Cassie alles daran, Molly mit diesem Jungen zu verkuppeln. Da wäre allerdings auch noch Mollys Mitarbeiter Reed, der ein riesengroßer Tolkien-Fan ist und auch so etwas speziell rüberkommt, mit dem sie sich aber nichtsdestotrotz super gut versteht. Für wen Molly sich am Ende entscheiden wird oder wie die Geschichte überhaupt weitergeht, darauf bin ich schon total gespannt, denn ich bin gerade mal auf Seite 102 von 363. Nein, auf Seite 102 von 336, so rum. Aber bisher gefällt es mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Es lässt sich total angenehm lesen, obwohl es auf Englisch geschrieben ist. Ich brauche da mal ein bisschen, bis ich in die Bücher wieder reinkomme, weil ich größtenteils auf Deutsch lese. Aber nichtsdestotrotz macht es mir immer total Spaß, englische Bücher zu lesen. Ich bin, wie gesagt, schon total gespannt, wie die Geschichte noch weitergehen wird und freue mich schon sehr darauf. Denn das nächste Buch ist für mich bisher so ein richtiger Reinfall, weil ich einfach noch überhaupt nicht weit gekommen bin. Und zwar Rat der Neuen, gezeichnet von Veronica Roth. Hier handelt es sich um den ersten Teil in einer Dilogie. Und das Buch habe ich schon, ich glaube, Anfang April mal angefangen, aber irgendwie komme ich einfach nicht weiter. Es ist in mehrere Teile untergliedert, das sieht man hier vielleicht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, immer wo diese dunklen Striche sind, hört wieder ein Teil auf. Und ich habe gerade mal den ersten Teil geschafft. Und das sind nicht mal viele Seiten, das sind nämlich bisher erst 46 Seiten von über 600, glaube ich. Nicht mal, von 595. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall bin ich überhaupt nicht weit gekommen. Ich möchte das Buch aber bald lesen. Zum einen ist es ein Rezensionsexemplar und natürlich möchte ich euch da bald eine Rezension dazu schreiben. Und zum anderen bin ich auch selber total gespannt, wie es weitergeht. Aber irgendwie fand ich die ersten 46 Seiten so zäh und langweilig, dass ich null Motivation habe, es weiterzulesen. Möchte ich auf jeden Fall jetzt ändern. Ich will es Anfang Mai noch fertig lesen, damit ich dann erstmal diese ganzen Bücher weggelesen habe, bevor ich neue Bücher anfange. Deswegen möchte ich natürlich auch Rat der Neuen beenden. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, worum es in diesem Buch geht. Es geht um zwei verschiedene Protagonisten, Syra und Akos. Bisher habe ich nur aus der Perspektive von Akos gelesen. Die beiden gehören unterschiedlichen Völkern an, die auf demselben Planeten leben. Einmal den Chotet, denen Syra angehört, und den Thuwe, denen Akos angehört. Und scheinbar gibt es zwischen diesen beiden Völkern sehr große Differenzen, was auch viel mit der Vergangenheit zwischen den beiden Völkern zu tun hat. Und trotzdem sind die beiden Familien, vor allem also von Syra und Akos, durch ihre Schicksale miteinander verbunden. Ich bin eigentlich echt gespannt, wie es weitergeht, vor allem, da man über das Buch ja auch so viele zwiegespaltene Meinungen hört. Aber wie gesagt, bisher fand ich es einfach nicht so wirklich packend. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt dann besser wird, dass ich dann auch wirklich ein bisschen mehr Motivation habe, dran zu bleiben und das doch relativ dicke Buch auch relativ bald beenden werde. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich das jetzt bald mal hinkriege. Das letzte Buch, das ich jetzt erst am spätesten angefangen habe und wo ich aber schon am weitesten bin, ist Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Das Buch habe ich, glaube ich, am Samstag angefangen, also vor 2 Tagen, und bin jetzt schon relativ weit. Ich habe eigentlich auch noch vor, das Buch heute zu beenden, wenn ich das hinkriege, ansonsten auf jeden Fall spätestens morgen. Es gefällt mir bisher relativ gut. Ich hätte mir was anderes unter dem Buch vorgestellt, wurde daher von dem Inhalt total überrascht, aber bisher gefällt es mir eigentlich echt ganz gut. Es ist auch an manchen Stellen etwas zäh und könnte etwas schneller sein, also die Dinge könnten ein bisschen schneller passieren und es zieht sich manchmal einfach ein wenig, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem echt spannend, sehr gut gemacht und meiner Meinung nach auch recht einzigartig von dem her, was passiert. Hier geht es nämlich um Agnieszka, die in einem Tal lebt, über das ein Zauberer namens der Drache herrscht. Und alle 10 Jahre holt er sich ein junges Mädchen aus einem der vielen Dörfer, das ihm dann, wie gesagt, 10 Jahre lang dient, um sie danach wieder in die Freiheit zu entlassen. Alle rechnen eigentlich fest damit, dass Agnieszkas beste Freundin Kasia geholt wird, doch als der Drache ins Tal kommt, nimmt er Agnieszka mit. Von da an entwickelt sich eine sehr magische Geschichte, die, wie gesagt, viel mit Zauberei zu tun hat, die sehr einzigartig ist und sich aber einfach an manchen Stellen etwas zieht, was mich total nervt, weil das Buch so gut sein könnte, wenn es einfach ein bisschen schneller wäre. Wisst ihr, was ich meine? Nichtsdestotrotz gefällt es mir, wie gesagt, bisher echt gut und ich bin total gespannt, wie es weitergehen wird und wie das Buch dann im Endeffekt ausgeht. Momentan bin ich auf Seite 349 von 571 und was mich an diesem Buch auch noch ein bisschen stört, ist, dass die Kapitel immer so ewig, ewig lang sind, dass ich einfach mitten im Kapitel nach einem Absatz aufgehört habe. Wie gesagt, das Buch möchte ich jetzt gerne heute oder morgen noch beenden und dann mit den anderen angefangenen Büchern weitermachen. Dieses Cover finde ich übrigens so wunderschön, ich könnte es den ganzen Tag angucken und es passt auch sehr, sehr gut zur Geschichte meiner Meinung nach.
Das waren also alle Bücher, die ich momentan lese. Ich versuche jetzt eigentlich wieder davon wegzukommen, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen, aber in letzter Zeit mache ich das relativ häufig, weil es einfach so total schnell ändert, auf welche Bücher ich gerade Lust habe. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr auch mehrere Bücher gleichzeitig lest oder ob ihr wirklich immer ein Buch nach dem anderen lest. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben und lasst mich auch auf jeden Fall wissen, ob ich solche Videos öfter machen soll. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!